sitzen. Hier ist eine Sitzung, keine Stehung. Mein Gott, was bist du fit? Du, was bist du fit? Was ist mit dir los? Bei mir ist Leben drin, wa? Bei dir ist Leben drin. Ich war doch in der Kur. Du warst in der Kur? Yes, ich war in Bad Kissingen. Du warst in Bad Kissingen? Ein Wahnsinnsempfängerbahnhof, wie ich da ankam. Mann, oh Mann, oh Mann, was war denn los? 21 Salutschüsse. Du bist jeck. Einmal haben sie mich bald getroffen. Naja, die müssen mich verwechselt haben mit dem Ei wahrscheinlich. Wieso das dann? Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, in Bad Kissingen hätte ich Frauen haben können. Ja? Wenn die mitgemacht hätten. Ne? Ich habe in Bad Kissingen in der Kur Leute kennengelernt. Du wirst lachen, die sahen ja nicht krank aus. Was war damit denn? Die waren so dick. So dick? Weißt du, was die hatten? Nee. Hunger. Hunger? Und weißt du, was die bekommen haben? Nee. Nichts. Der eine hat vor lauter Hunger an der Saale am Wasser gelegen. Was hätte dann doch gemacht? Ihr wartet, bis die Enten gefüttert wurden. Der kommt noch 6 Wochen ja nicht sprechen, nur noch quak, 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 quak. Ehrlich, ehrlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Einer war so dick, den konnte man ja nicht wiegen, den Micha. Was hat er mit dem gemacht? Der haben wir zum Schlachthof gefahren. Zum Wiegen. Ja, Jungs, was haben Sie da von Kur gemacht? Eine Schrotkur. Eine Schrotkur? Aber sauber, da sagst du keine Einschüsse, mein Freund. Und was hast du da gemacht? Ich habe alles durchgemacht. Alles? Alles. Ich hatte morgens Fango, abends Tango. Ram, dam, 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 dam. Ey, du völliger Tänzer. Mittags hatte ich Anwendungen. Ja. Abends Zuwendungen. Und dann nachts bist du mit dem Kurschatten durch die Gegend gelaufen, wa? Kurschatten? Ja. Mein lieber Freund, du bist im Rückstand, du bist stehen geblieben. Mein Herrschaften, früher Zimmermann, heute Standman. Das heißt doch nicht mehr Kurschatten. Mein Gott. Ja, wie heißt es dann? Kurschatten, sagt er. Das heißt SS. Ja, wieso denn SS? Saisonschmuser. Du hast ja keine Ahnung von Frauen, du Dosentür, ihr Puppekopf. Ja, wieso habe ich da keine Ahnung? In der Kur musst du die Frauen mit einem Mond vergleichen. Wie mit einem Mond? Die müssen abends aufgehen. Ja, und? Und morgens weg sein, ja. Du kannst mir jetzt erzählen, du. Ich habe zum Beispiel auch wegen meiner Durchblutungsstörungen habe ich Wassertreten gemacht. Wasser getrotten? Ich war einer der wenigen Patienten, die das Wasser getroffen haben. Du bist jeck. Aber das war ja eisig kalt, das Wasser. Eisig? Wenn du dann mit den Füßen reinkamst. Ja. Da hatte ich immer so ein Reißen im Schritt. Was hast du? Komisch, die Leute wissen das, du weißt das nicht. Da musste ich immer müssen. Ja. Einmal, da musste ich so müssen. Und da hab ich gemusst. Ja, und dann? Dann haben sie mich rausgeschmissen. Ja, aber dann machen die anderen doch. Aber nicht vom Beckenrand. Was? Du kannst in Bad Kissingen nicht mussen, was du musst. Nee. Nein. Musst du jedes Teil einen Stempel haben. Ah. Und auch zum Beispiel im Schwimmbad durfte ich nicht mehr rein. Nur weil ich die Badehose verkehrt getragen habe. Ja, wieso das dann? Ich hatte immer am Arm liegen, wenn ich da rein war. Aber einmal, das vergesse ich in meinem Leben nicht, das muss ich Ihnen erzählen, das war mal so peinlich. Da musste ich mich nackend ausziehen. Und dann der Neid in der Bude. Leute, reizt mich nicht. Und was war dann? Und da hat der Doktor... Er hatte den Jummifinger angezogen. Ja, was hätte da gemacht? Der hat mich missbraucht. Ja. Ich sage, Doktor, was machen Sie mit mir? Machen Sie eine Hafenrundfahrt? Ja, ist es dann die Möglichkeit? Was sind wir denn da? Ja, hör uns aber ganz normal. Kannst du aus der Kur nicht wieder gekommen sein? Na, ganz gesund, darfst du nicht nach Hause fahren, sonst kommst du in 2 Jahren ja nicht mehr dahin. Denn wie ich dich gesehen habe, dass du mit dem Rennschirm unter der Brust stundst, hast du gedacht, der muss bekloppt sein. Mein lieber Freund, ich bin sauber, ich dusche 4 Mal am Tag. 4 Mal? Du kannst mich etwa 6 Mal duschen, aber nicht mit dem Schirm. Mein Gott, riech ich doch nicht auf, wenn ich mit einem Schirm unter die Dusche gehe, hat das seine Gründe. Und welche? Da habe ich das Handtuch vergessen. Ja, ist ja möglich. Der putzt mich hier runter. Der will mich hier fertig machen. Wenn hier einer bekloppt ist, ist er es nämlich. Wieso der das? Der ist so verrückt, der zieht sich im Sommer den Schlittschuh an, wenn er sich im Eis kaufen geht.
Jetzt haben wir den Eierschaden und meint, das wäre leer gut.